Herzlich willkommen zum heutigen Tirol TV Magazin. Wir sind für Sie wieder in Tirol unterwegs, heute in Imst und in Vamp. Zu Gast sind wir in den geschützten Werkstätten Integrative Betriebe Tirol GmbH, kurz GW Tirol. Diese Betriebe feiern heuer den 30. Geburtstag und wir werden Ihnen die Betriebe in Imst und Vamp ganz ausführlich im Laufe der Sendung vorstellen. Wir sind jetzt in der Produktionshalle in der geschützten Werkstätte in Vamp. Auf 1800 Quadratmetern findet hier primär der Zuschnitt statt. Auf weiteren Maschinen wird auch gehobelt, gesäumt, gekappt und vieles mehr. Und ich stehe hier jetzt in einer Abteilung, wo Paletten angefertigt werden. Und zwar Paletten in jeder Größe. Kleine Paletten zum Beispiel wie für die Firma Balsen oder Kürbiskern verarbeitende Firmen in der Steiermark. Oder große Paletten zum Beispiel für die Firma Sandro. Ich begrüße bei mir jetzt den Geschäftsführer der geschützten Werkstätten, Herr Magister Harald Oberhauser. Herr Oberhauser, seit 30 Jahren geschützte Werkstätten. Was ist da für eine Idee dahinter? Wie ist das entstanden und wie hat sich das entwickelt? Ja, die geschützte Werkstätte GW Tirol wurde vor 30 Jahren mit dem Ziel gegründet, Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung zu schaffen, zu errichten. Dieses kleine Pflänzchen, das vor 30 Jahren mit 30 Mitarbeitern begonnen hat, ist mittlerweile zu einem mittelständischen Unternehmen gewachsen. Wir beschäftigen, wie Sie sagten, an zwei Standorten in Imst und in Vamp mittlerweile 210 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Rund 180 davon haben ein Handicap, haben eine Einschränkung. Wir sind ein modernes Unternehmen geworden, ein Unternehmen, das in verschiedenen Branchen tätig ist, ein anerkannter Partner der Wirtschaft, fertigen für namhafte Unternehmen gesamte Produkte oder Komponententeile für ihre Produkte und glaube sagen zu können, dass wir uns in der Tiroler Wirtschaft sehr stark und gut etabliert haben. Handgefertigte Getreidemühlen für den Haushalt, ein weiteres wichtiges Produkt in den geschützten Werkstätten in Vamp. Wir sind jetzt in der Montageabteilung, da werden auch sonst noch ganz interessante Produkte angefertigt. Alles handgemacht, auch diese Getreidemühlen und 20.000 Stück werden jährlich angefertigt. 210 Menschen sind in den geschützten Werkstätten im Einsatz, alleine hier in Vamp 160. Aber Herr Siegfried Hofreiter, bei euch wird nicht nur produziert, sondern auch Ausbildung hat einen großen Stellenwert. Ja, die Ausbildung hat einen sehr großen Stellenwert in der geschützten Werkstätte. Das heißt, wir haben schon seit Jahren erfolgreich das Projekt Industrielle Qualifizierung, wo die Jugendlichen fit gemacht werden für den ersten Arbeitsmarkt. Bei euch sind ja aber auch Lehrlinge beschäftigt. Rund 5% der ausgebildeten Menschen sind Lehrlinge, also auch ein weiterer Schwerpunkt für euch. Das ist eine super Sache. Das heißt, wir bilden Lehrlinge in den verschiedenen Berufsbildern aus und da hätte ich ein ganz Anliegen, wer die Möglichkeit hat oder Interesse hat, soll sich auch beim AMS melden oder direkt bei uns. Also Lehrlinge, die Interesse haben, hier zu arbeiten, können sich direkt bei der geschützten Werkstätte oder beim AMS melden. In der geschützten Werkstätte in Vamp, da sind modernste Geräte im Einsatz. Wir sind jetzt zum Beispiel in der C&C-Abteilung. Sie sehen im Hintergrund eine Fräsbohrmaschine, computergesteuert. Und auf dieser Maschine werden alle Produkte mit 100%iger Präzision angefertigt. Aber es ist auch sehr wichtig, bei Menschen mit Handicap die handwerklichen Fähigkeiten zu unterstützen. Hier werden zum Beispiel Rückenlehnen für Wellnessanlagen produziert. In Vamp dominiert das Holz, in der geschützten Werkstätte in Imst die Metallverarbeitung. Und diese werden wir in Kürze kennenlernen. Nach Vamp sind wir jetzt in Imst zu Gast. Auch hier gibt es eine geschützte Werkstätte. Klaus Meyer, Sie sind der technische Leiter. Warum 90 Kilometer westlich von Vamp sozusagen Teil 2 der geschützten Werkstätte? Ja, die Firma Geschützte Werkstätte kann ja auf eine 30-jährige Erfolgsgeschichte zurückblicken am Standort Vamp. Und genau aus diesem Grund, weil man eben die letzten 30 Jahre so erfolgreich war, hat man sich vor 5 Jahren entschlossen, einen weiteren Standort hier in Imst nach dem gleichen Spektrum und Zielsetzung, sage ich mal, zu errichten, mit dem Ziel, weitere Arbeitsplätze für Menschen mit Handicap zu schaffen, aber speziell aus dem Gebiet Tiroler Oberland, sprich im Imst und Umgebung. Und wenn ich heute die vergangenen 5 Jahre Revue passieren lasse, dann kann ich sagen, darf man mit Stolz zurückblicken. Es ist uns sehr schnell gelungen, im Metallbereich Fuß zu fassen und auch das Projekt Industrielle Qualifizierung können wir am Standort haben wir erfolgreich integriert und seit 3 Jahren haben wir auch die Lehrlingsausbildung integriert und somit können wir nunmehr auf rund 55 Mitarbeiter am Standort Imst verweisen. In Vamp war also das Holz im Mittelpunkt, hier jetzt das Metall. Wir werden den Betrieb noch ausführlich kennenlernen.
Auch in der geschützten Werkstätte in Ins gibt es eine unglaublich große Produktionshalle. Täglich sind hier rund 55 Menschen im Einsatz. Spezialisiert haben sich die Imster auf die Verarbeitung von Fein- und Mittelblech. Und ich stehe hier jetzt vor einer CNC-Abkantpresse. Für die Geschäftsleitung der geschützten Werkstätten war es wichtig, dass auch in Imst zahlreiche Arbeitsplätze angeboten werden für handwerkliche Tätigkeiten. Hier finden zum Beispiel Montagearbeiten für die Metallverarbeitung statt. In Imst sind in der geschützten Werkstätte modernste Anlagen im Betrieb, zum Beispiel diese Laserschneidanlage. Das war's, das heutige Tirol TV Magazin. Wir waren zu Gast in den geschützten Werkstätten vom und Imst. Fein, dass Sie uns begleitet haben. Weitere Infos zu diesen Betrieben finden Sie auch im Internet unter www.gwtirol.at.